haben sehr vielfältige Berufe, die auch sehr unterschiedlich sind. Also vom Tiefbaufacharbeiter über Fachkraft Abwassertechnik, Fachkraft Wasserversorgungstechnik zu den Industriekaufleuten. Dann haben wir eine Fachinformatiker, Chemielaboranten und die Elektroniker und Metallbauer. Beginnen tun wir natürlich erstmal mit unserem umfangreichen Auswahlverfahren der Azubis. Zwei Referenten für die Ausbildung für das Personalmarketing haben in diesem Jahr 17 Auszubildende und einen Umschüler ausgewählt. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Der UWV hat mir direkt am Bewerbungsgespräch schon am meisten zugesagt und die Kollegen bei der IT-Abteilung konnten das auch schnell merken, dass es eigentlich ganz gut passt. Und so bin ich zum UWV gekommen. Ich bin Steinmetz, konnte meinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben. Und da muss man sich natürlich umschauen, was kann ich noch machen. Und da habe ich mich halt schlau gemacht und da bin ich auf Fachkraft für Wasserversorgungstechnik gekommen. Und weil der Beruf ziemlich abwechslungsreich ist, man ist draußen, man ist drin, man ist handwerklich tätig, man ist im Labor tätig. Und das hat mir gefallen. Zuvor habe ich ein Praktikum als milchwirtschaftliche Laborantin mal gemacht und das hat mir halt ziemlich gut gefallen und auf einer Messe habe ich dann den UOWV gesehen und habe mich informiert, habe mich dann beworben und zum Glück hat es geklappt.